RE 4271 nach Konstanz. Wir schreiben Oktober 2019. Guten Abend, Kollege. Es ist gerade 18.18 Uhr und du stehst mit deinem Schwarzwald-Express kurz vorm Bahnhof Hausach. Deine Lok ist schon soweit aufgerüstet, du musst lediglich noch PZB und SIFA dazuschalten und anschließend vorfahren in den Bahnhof von Hausen. Natürlich heißt das Hausach. Für dich geht es allerdings nur noch bis Villingen, wo dich dein Kollege ablöst. Gute Fahrt. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Fahrt hier im Train Simulator. Ich freue mich sehr, heute fahren wir ein Szenario vom guten Train FE aus dem Railsim Forum, den Schwarzwald Express, auf der schönen Schwarzwaldbahn zwischen Hausach und Villingen. Ja, und dann legen wir mal los, schalten uns mal hier alles an. Erstmal die SIFA, dann die PZB und dann auch natürlich noch die AFB. Mal uns Licht an, das ist die Instrumentenbeleuchtung, die können wir auch anmachen. Einmal Licht an, den Richtungswender nach vorne. Die Zugsammelschiene machen wir noch an, damit der Leuchtmelder hier weg ist. Dann zeige ich euch nochmal den Zug. Wir fahren heute die Baureihe 146. Das ist aber ein Repaint der Virtual Railroads Lok 185.2. Und ja, die ist dann quasi umgewandelt worden zu 146er. Und wir fahren heute mit den Doppelstockwagen. Sehr, sehr schön. Mit Schwarzwaldbahn Repaint. Zugzielanzeige stimmt auch schon und ja, dann können wir loslegen, würde ich sagen. Wählen wir uns die AFB vor. Auf wie viel dürfen wir? Ja, machen wir mal 100. So, und dann schalten wir Leistung auf. Und fahren los. Fünfzig Minuten knapp sollen wir heute unterwegs sein auf dieser wunderschönen Map. Wechselblinken können wir uns einmal befreien. Ja, das ist wieder super hier unten. Ich meine, ich habe nur die Lok aufgerüstet und ja, wir haben schon eine Minute Verspätung. Finde ich immer so ein bisschen blöd bei Szenarien. Aber nun gut, kann man nicht ändern. Start im Bahnhof von Hausach wäre dann wahrscheinlich schöner gewesen. Hier unten seht ihr auch S-Zielort. Das ist dann quasi eine Ansage im Zug. Das ist mit eingebaut. Mal schauen, was uns heute erwartet. Nächste Station, Hausach. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Jetzt einmal die AFB runter, die bremst uns dann. Rollmaterial geparkt hier drüben. Schick, schick. Gefällt mir immer sehr gut sowas. Na komm, bremsen wir mal ein bisschen mit. Schön das Regio Shuttle von bewegt. Ey, schöne alte 204er. Ne, 294er, Entschuldigung, schön. Alt und verrostet. So, dann dürfen wir auch schon wieder. Bremsen sind gelöst. AFB schalten wir auf 90. Wählen wir 90 km/h vor.
Und der nächste Halt ist dann Hornberg in knapp 10 Kilometern. Sehr schön. Auf der Strecke sind wir ja schon mit der Baureihe 150 gefahren, mit den Schiebewandwaggons. Heute dann mal im Regionaldienst unterwegs. Oh, schalten wir mal auf 110. 20 bringt jetzt glaube ich nicht so viel, weil da vorne geht es dann wieder runter auf 110 km/h. Sehr geehrte Fahrgäste, das Team vom Schwarzwald Express begrüßt auch alle in Hausach zugestiegenen Fahrgäste auf der Fahrt nach Konstanz und wünscht Ihnen eine angenehme Fahrt. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist dann in Kürze Hornberg. Okay, gibt sowas heutzutage wirklich noch im Regionalexpress? Dass da der Lokführer oder der Zugbegleiter, ich glaube im Regionalexpress gibt es gar keinen Zugbegleiter mehr, oder? Dass der da auch nochmal Ansagen macht? Heute macht das doch immer die Blechelze, oder? Also ich kenne das nicht. Wenn ich wirklich mal unterwegs bin mit dem Zug, dann macht die Ansagen doch immer, ja, so ein, die Blechelze halt, so ein Computeransagen. Wachsam drücken. Nö, ne? Komisch, ist doch unter 100. Einmal die AFB auf 90 und dann regelt der Zug das von ganz alleine. Auch die Schranken geschlossen. Diese Nachladeruckler, das nervt mich halt schon so ein bisschen. Ne? Ich meine, ich habe hier über 50 FPS, aber immer wieder wird so nachgeladen. So, einmal runter auf 80. Auch in den letzten Folgen habe ich das ja schon ein paar Mal wiederholt, aber ich sage es einfach nochmal. Ich ärgere mich wirklich, dass ich erst im Jahr 2021 mit dem Train Simulator richtig anfange. Ist ja wirklich, wenn man sich da wirklich mal so hinterklemmt und natürlich bin ich ganz ehrlich auch ein paar Euro in die Hand nimmt, ist das schon echt was anderes, als wenn man nur diese mitgelieferten Standardszenarien spielt bei den Strecken. Das ist schon geil, also ohne Frage. Schon wirklich mega. Macht schon Spaß. Ohne Frage. Und ich bin ja ganz am Anfang. Es gibt ja für die ganzen älteren Strecken hier durchs Moseltal und Hamburg-Hannover und München-Rosenheim und was es da nicht noch alles so gibt. Oder Hagen-Siegen. Da gibt es ja überall noch diese Remastered-Version, wo die Community nochmal Hand angelegt hat, die Strecken einfach nochmal aufgewertet hat.
bin auch wach. Ich schlafe nicht. Die will ich mir natürlich auch noch holen. Berlin-Leipzig gibt es da auch in der Remastered-Version. Jetzt am Donnerstag ist ja Feiertag. Und da hatte ich mir vorgenommen, das Ganze dann mal in Angriff zu nehmen. So, gleich sind wir in Hornberg. 1,9 Kilometer. Und dann halten wir noch in Triberg und in St. Georgen und dann natürlich auch in Villingen. Wirklich eine herrliche Strecke. Kommt uns der Kollege entgegen. Ja, wenn einer von euch weiß, woran das liegt, ne, diese Nachladeruckler immer, dann kann er mir gerne mal einen Tipp geben. Bringt es wirklich was, die Dateien alle zu entpacken, die man so hat, die ganzen RWP-Dateien entpackt? Reinzulegen in die ganzen Ordner. Na, das war vielleicht ein bisschen früh. Gehen wir nochmal hoch. Bereich laufen. Na, er steht da mit seinem Handy. Ja, jetzt geht er zumindest ein Stück beiseite. Schön, hier können wir uns nochmal die Lok angucken. Europapark-Werbung. So macht Freizeit Spaß mit Bahn und Bus in den Europapark. Ist ja leider im Moment geschlossen. Der Drei-Löwen-Takt, da sitzen wir. Na, was jetzt? Jetzt kommt er. Nächster Halt an Triberg. Schöne Position. Das ist wirklich schick.
Ja, ich bin auch wach. Ah, wirklich schicke Lok. Also Virtual Railroads kann man wirklich nur, auch wenn es doch ein paar Euro kostet, aber man kann es wirklich nur weiterempfehlen. Die Lokomotiven, die Qualität von denen ist einfach mega, mega. Kann man nicht meckern. Überhaupt nicht. Gibt es ja eigentlich auch Schubbetrieb? Bestimmt, ne? Weil hier brauchen, glaube ich, schwere Güterzüge schon ein wenig Hilfe. Ach, relativ wenig KI-Verkehr bisher. Schauen wir, was uns noch so entgegenkommt. Schöne Position. Gleich beginnen die schönen Tunnel auf der Strecke. Ah, das ist einfach, könnte ich den ganzen Tag fahren, die Strecke. Könnte ich den ganzen Tag fahren. Also generell auch im Villingen Konstanz und dann die Streckenerweiterung hier. Hausach Villingen kann man wirklich nur empfehlen. Das sind wirklich richtig, richtig tolle Strecken. Gibt auch viel Müll für den Train Simulator, aber die Strecken sind ihr Geld allemal wert. Gepaart dann auch mit so prima Rollmaterial macht das gleich doppelt Spaß. Haben wir hier durch die Glasträgertunnel durch. Herrliche Landschaft. Übrigens weiß ich auch, warum, als wir hier mit unserer Baureihe 150 lang gefahren sind, der Tunnel nicht dunkel war. Nämlich hatte ich die dynamische Beleuchtung nicht an. Und deswegen war der Tunnel einfach hell. Das lag nicht am Spiel, das lag an mir. Aber es kommt uns nichts entgegen. Also nochmal, ich habe keinen schwachen Rechner. Und ich kann jetzt nochmal gerne gucken. Ich habe im Moment knapp, ja, zwischen 45 und 50 FPS. Und dann kommt es halt immer wieder zu diesen Einbrüchen. Das ist halt schon
viel rumprobiert, aber leider noch keine richtige Lösung gefunden. Aber beim Maverick auf dem Kanal, da war ich im Stream, der hat dasselbe Problem. Aber mal schauen, vielleicht rüste ich in Zukunft auch nochmal auf. Oder wie gesagt, wenn das einer von euch weiß, wenn es natürlich hilft, diese ganzen RWP-Dateien zu entpacken, damit der, ich kann mir schon vorstellen, wenn man hier fährt und der muss was nachladen und muss die Dateien erst entpacken, dass dieses Nachladen halt der Entpackvorgang ist, der Dateien. Das kann ich mir halt schon vorstellen, aber ich bin da ziemlicher Laie. So, ab in den Eisenbergtunnel. Hier. Ja, das passt sogar. Weil ich habe mich ja mal in Trains in World beschwert, dass der Zug eigentlich fast überhaupt gar keinen Lichtkegel hat, aber es scheint dann doch hier besser dargestellt zu sein. Noch mal hier, wenn wir hier durch die Tunnel fahren, einfach mal das Führerraum. Ah, guck mal, schön. Aber vielleicht sollten wir noch kein Fernlicht anmachen. Haben wir ja auch gar nicht, ne? Das Fernlicht an? Nein. Also. Ist halt einfach auch was anderes, ne? So schön gemütlich mit dem Regionalexpress über diese wunderschöne Strecke. Ich weiß, es gibt auch viele von euch, die fahren gern schnell mit dem ICE über die Schnellfahrstrecken. Aber das hier ist einfach landschaftlich einfach zu genießen. Ich dachte, vielleicht können wir uns hier an den Bahnübergang setzen. Können wir leider nicht. Jetzt sind wir aber auch schon bald da. Triberg, wo ist Triberg? Dort, 3,8. Bei den Tunneln können wir uns leider nicht hinsetzen, aber wir können mal Folgendes machen, da wir ja nur 40 fahren, mal jetzt hier rauskommen, mal schnell was gucken. So, ja, und dann können wir uns hier hinsetzen. Der Mühlhaltetunnel. Der Forellentunnel. Manchmal frage ich mich echt, wo die Tunnel ihren Namen her haben. Meistens ja durch die Umgebung oder durch den Berg, wo sie durchführen. Aber der Forellentunnel. Joa, ich bin noch wach. PZB brauchen wir heute gar nicht, ne?
immer. Nochmal runter auf 50. Nächste Station, Triberg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Hey, wir sind sogar fast pünktlich. Ah, und hier rechts war das Gleis, wo wir beim letzten Mal mit unserem Güterzug die Zugüberholung gemacht hatten. Wo wir dann gewartet hatten. Fahrenbereich. So will ich das sehen. Ah, diese blöde Erkältung. Geht und geht nicht weg. Und weiter geht's. Was war mit 60? Auf nach St. Georgen. Einen Triberger und danach kommt wahrscheinlich der große Triberger Tunnel. Könnte man meinen. Genau. Schön hier rechts, wie die Oberleitung da an der Stützmauer festgemacht war. Man könnte ja hier als Erbauer der Strecken einfach, könnte einem ja auch egal sein. Man baut einfach die normalen Oberleitungsmasten da rein. Hier auch wieder rechts, auch schön da am Felsvorsprung. Na, so kleine Details machen das halt aus.
Ja, liebe Siva. Ich lebe noch. Muss da echt ein Traum sein, als Lokführer auf so Strecken unterwegs sein zu dürfen. Wenn man hier täglich im Regionaldienst unterwegs ist, das muss da echt mega sein. Wieder hinaus und wieder hinein. Übrigens unter Express stelle ich mir natürlich auch was anderes vor. Da ist ja der Schwarzwald-Express. Aber Express sind wir hier nicht unterwegs. Ja, ist ja klar, die Streckenführung erlaubt halt nur 70 km/h. Och, hier ein paar Kühe. Hier ist der Förster. Schöne Stelle, dann kommt raus, Linkskurve, dann gleich wieder rechts in den nächsten Tunnel. Was war denn das? Achso, in Pause kann man nicht aussteigen oder was? So, was haben wir denn hier? Bahnhof Nussbach, Strukturwandel. Ach, hier war mal der Bahnhof, oder was? Oder was meinen die damit? War hier mal ein Bahnhof? Anscheinend, ja? Okay.
Gegenverkehr. Wieder ein Kesselwagenzug. Aber die Kesselwagen hatten keinen Sound. Sonst habe ich nichts gehört. Und ich das Gefühl, die Tunnel hören gar nicht mehr auf. Irgendjemand muss sich ja damals, ich weiß gar nicht, wann die Strecke eröffnet wurde, aber irgendein schlauer Mensch muss sich doch gedacht haben, durch den Schwarzwald brauchen wir eine Eisenbahnlinie. Und wir brauchen 50 Tunnel auf der Strecke. Weil wir müssen ja irgendwie dadurch die Berge durchkommen. Ja, damals, das waren schon echt Pioniere. Und von vielen, vielen Strecken profitieren wir ja heute noch. Echt, echt der absolute Wahnsinn, was die Menschen damals geschafft haben. Jetzt kommt aber ein langer Tunnel. Erste Tunnel über einen Kilometer, ha? Sogar länger. Viel länger. 1697. Wie weit ist es noch? Jo, gleich sind wir da. Dann dürfen wir auch wieder beschleunigen auf 110 in 1,5 Kilometern. Dann sind wir quasi durch den Schwarzwald. Doch gerade gedrückt. Längste und letzte der ganzen Tunnel. Ist noch mal zu beschleunigen, ja, ne? 2,8. Oh, 2 Minuten Verspätung ist nicht so schön, aber wie ich so oft sage, natürlich immer noch im Rahmen der Deutschen Bahn. Gleich wie die Landschaft offener wird. Ah, bremsen wir mal runter auf 80 oder auf 70. Nächste Station, St. Georgen, Schwarzwald. Ausstieg, Fahrtrichtung rechts.
Oh, ein Lidl. Hä? Wartet mal eben. Ah ja. Merkt ihr was? Ist die Frage, hat Lidl jetzt Edeka aufgekauft oder umgedreht? Welches Relikt ist hier noch falsch? Der nächste Kollege. Türfreigabe. Lichthupe. Begrüßt. Der Karlsruhe, oder? Genau. Wir dürfen 130, wählen wir auch gleich 130 vor und gib ihm. Dass dem Express dann auch ein Express wird. Wie viel haben wir noch? Was ist denn der Pfeil da? 14 Kilometer. Wie sich die Landschaft einfach verändert hat, ne? Von diesem Schwarzwald, Mittelgebirgen. Na gut, wir haben ja jetzt hier immer noch Hügelchen und alles, aber ja, hat sich schon verändert. Jetzt dürfen wir dann auch etwas schneller fahren, fast doppelt so schnell. Das war aber so die erste Aufgabe, die ich bisher hatte, von den paar, die ich mir runtergeladen habe, die schon etwas länger gedauert hat, um sie zum Laufen zu bekommen. Mir war zuerst nicht klar, dass ich nicht die 146er von Virtual Railroads brauche, sondern die 185er und das Repaint, weil in der Aufgabe steht, die Spieler-Lok ist eine 146er,
Aber es stand nirgendwo, dass ich die 185er brauche von Virtual Railroads. Das stand erst dabei bei dem Repaint Pack, welches man benötigt, damit man hier dieses Repaint bekommt. Da stand dann dabei, man braucht die 185.2 und dann brauchte man noch ein Repaint für die Waggons hier hinten, ne, dieses Schwarzwaldbahn. Und da stand dann dabei, man braucht den Intercity 2. Das war schon alles ein bisschen komplizierter und auch der gute Maverick, der hat mir da wieder ordentlich geholfen bei der Installation von allem. Da geht nochmal ein dicker Dank an ihn raus und ein lieber Gruß natürlich. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen länger Train Simulator spielt, ich meine, ich spiele das jetzt seit einer Woche, wirklich intensiv, wenn man das jahrelang wie der gute Maverick macht, dann kennt man wahrscheinlich auch alle Kniffe und kennt auch die Loks alle, gerade die Expert Line Loks dann. Weiß dann, was ist. Ja. Kommt Zeit, kommt Rat, sagt man immer so schön. Aber das Szenario an sich hat schon Spaß gemacht, schön auch mit diesen Ansagen von der Blechelse. Ja, war schön. Definitiv. Uhr sollen wir da sein. In 2 Minuten, jo, 19.08 Uhr circa, ist die ETA. Dann kommt noch mal hier ein schöner Güterzug uns entgegen. Das ist kürzer. Der immer mit seiner Störung. Mir bisher auch noch keiner von euch geantwortet, ob das random ist, also ab und zu einfach mal so ein Zug vorkommt, oder ob ich wirklich eine Störung habe. Aber zeigt mir natürlich nicht an, welche. Wenn ich eine Störung hätte, würde die wahrscheinlich hier irgendwo aufblinken. Denke ich mal. So, jetzt geht es gleich runter auf 90. Müsste ja eigentlich die PZB diesmal greifen. Ich bin gespannt. Am Anfang unserer Fahrt war das ja nicht so. Da hatten wir, glaube ich, auch 130. Und dann runter auf 90. Und na, was ist jetzt? Uiuiui. Jetzt dachte ich schon, das war's. Bremsen wir mal runter. Gehen wir gleich mal runter auf 80. Wahrscheinlich ist das Städtchen geladen. So, da ist der Ankündiger. Ich habe mal an dem Signal eben noch gedacht, drückst du oder nicht? Station, Villingen, Schwarzwald. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Zwangsbremsung. 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 Türfreigabe. Also so manche Sachen verstehe ich einfach nicht. Jetzt können wir aber die AFB auch ausmachen. So. Zugbeeinflussung. AFB. So, den Rest schaffen wir noch alleine. AFB. Ich verstehe es halt manchmal nicht. Oft ist es so, dann drücke ich bei dem Geschwindigkeitsankündiger und dann drücke ich nochmal bei dem Signal und dann wird mir aufgeschrieben, hätte sie nicht mehr machen brauchen. Deswegen habe ich jetzt nicht gedrückt,
Blöd. Egal. Eine Zwangse geht immer. Wird es aber, glaube ich, nicht schneller als 25, ne? Ne, Quatsch, der Tausender ist 45. Richtig? Richtig. Genau. Ah, Scheiße, echt. Entschuldigung. Zugbeeinflussung. Nein, freien können wir uns nicht. Ja, ist ja auch klar. Rollen wir jetzt einfach in den Bahnhof rein. Jetzt können wir uns befreien. Aber jetzt ist auch egal. Ja, wie gesagt, hat Spaß gemacht. Über diese schöne Strecke. An diesem schönen Herbstabend im Oktober. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Und wenn ihr Bock habt auf noch mehr Fahrten und nichts verpassen wollt in Zukunft, auch gerne ein Abo. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Hä? Zwangsbremsung. Warum? Zwangsbremsung. 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 Warum das denn? Türfreigabe. Mein stört jetzt nicht, aber... Türfreigabe. Ja, muss ich mir gleich nochmal angucken. Er hatte doch gar nichts angezeigt unten. Zugbeeinflussung. Warum habe ich jetzt eine Zwangsbremsung bekommen? Zugbeeinflussung. Komisch. Sei es drum. Wir sind angekommen. Und wir schauen mal. Gut gemacht. Für dich endet die Fahrt jetzt hier und dein Kollege fährt weiter nach Konstanz. Ich hoffe, das Szenario hat dir gefallen. Gruß, Train. Train, nicht Train. Train, Effi. Okay. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. In dem Sinne, macht's gut und bleibt gesund. Ciao, ciao.